Hey, ich mache heute mein zweites Rezeptvideo, also seid gnädig, wenn nicht alles so perfekt aufgenommen ist. Ich gebe mir alle Mühe und lerne bestimmt bei jedem Video was dazu, wie ich das besser darstellen kann. Aber wir machen heute zusammen Bananen-Himbeereis und zwar sehr clean, also es besteht nur aus 5 verschiedenen Zutaten und wir haben eine Schokosoße dazu. Himbeeren gehören zu den 3 Lieblingsfrüchten von mir und als ich das erste Mal Bananeneis gemacht habe, war ich erstaunt, dass das so cremig ist. Du nimmst einfach nur gefrorene Bananen, haust die in den Mixer rein oder ich habe heute einen Entsafter, der so einen Einsatz hat für Bananen bzw. für Eis und das zeige ich dir jetzt und nehme dich da mit und das ist wirklich super easy und du brauchst keinen Zucker, wenn du wirklich reife Früchte verwendest. Also schau mal, dass die Bananen richtig reif sind und Himbeeren, die sind jetzt nicht so süß, aber da hast du dann eine schöne Mischung aus süßer Banane und etwas säuerlichem Himbeereis, aber halt dafür richtig schön fruchtig. Also viel Vergnügen und ich zeig dir jetzt die Zutaten. Also, hier vor mir siehst du 3 reife, richtig schön reife Bananen. Dann habe ich hier ca. 200 Gramm gefrorene Himbeeren. Dann Kokosöl. Wir wollen nämlich eine ganz leckere Schokosoße mitmachen. Dann haben wir hier den Kakao für die Schokosoße. Und Vanillepulver. Genau, 3 reife Bananen, 200 Gramm gefrorene Himbeeren, wahrscheinlich so 2 gehäufte Esslöffel Kokosöl, 2 Teelöffel Kakao und hier so, ja, ich liebe Vanille, also ruhig ein bisschen mehr. Du siehst ja da auf dem Bambuslöffel, wie viel das so ist. Genau, zuerst mal werde ich die Bananen klein teilen und einfrieren. Das dauert dann so circa 6 Stunden, also wenn du es morgens machst, kannst du am Nachmittag oder am Abend dann das Eis zubereiten. Also, zu den Bananen. Du nimmst die Banane, schälst die Banane, wie du das immer machst und dann so 2-3 cm große Stücke teilen. Und das Ganze in so eine Glasschüssel machen, so diese hier. Weil wir Plastik sparen wollen, packen wir es nicht wie früher in diese Plastiktüten mit dem Verschluss, sondern ich mache das in so eine Glasschüssel. Genau, das kommt jetzt wie gesagt ins Gefrierfach und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. So, jetzt ist die Zeit vorbei. Und jetzt holen wir das mal aus dem Kühlschrank raus. Da oben sind die gefrorenen Bananchen. So. Und das Ganze kommt jetzt in den Entsafter. Und zwar hat dieser tolle Entsafter nämlich einen Einsatz für Bananeneis bzw. für Eis allgemein. Und das packe ich da jetzt zusammen rein. Also ich habe jetzt in diesen Entsafter den Einsatz reingemacht und zuerst möchte ich reines Bananeneis. Deswegen habe ich erstmal nur ein paar Bananen reingemacht und packe dazu jetzt etwas, na gut, alles von der Vanille und lasse das jetzt mal da durchdrehen. So, jetzt mache ich mal den Mixer an und dann gucken wir mal, was passiert. Und da kommt das leckerste Bananen-Cremig-Eis raus. Lecker, lecker. Thank you.
Yummy, yummy, lecker, lecker. Und jetzt zeige ich dir noch, wie man die Schokocreme macht. Dasselbe funktioniert übrigens auch wunderbar im Mixer. Nur ich finde es so toll, wie das sich hier so durchmischt. Aber wie gesagt, beim Mixen, beim Mixer auch einfach Himbeeren und Bananen reinmachen und durchmixen und dann wird es genauso cremig und lecker. Also, ich habe mir jetzt hier so ein Wasserbad vorbereitet. Das heißt, ich habe eine große Schüssel, da habe ich eine kleine Schüssel reingestellt. Und dazwischen ist heißes Wasser. Es muss gar nicht so heiß sein, weil das Kokosöl schmilzt schon bei, ja, bei Sommerwetter. Und jetzt nehme ich da einfach mal so zwei Teelöffel. Ich weiß nicht, ob ich vorhin Esslöffel gesagt habe, aber ich glaube, mir reichen zwei Teelöffel. Und das wird dann jetzt hier so langsam anfangen drin zu schmelzen. Und ich gebe den Kakao dazu. Und, oh, jetzt beschlägt die Kamera. Und rühre das Ganze in Ruhe um. Und dabei entsteht so eine schöne, richtig kräftige Schokosoße. Und mir reicht die Süße von den reifen Bananen, aber wem es irgendwie dann nicht süß genug ist, der kann auch gerne da noch, ja, eine Süße der Wahl reinmachen. Vielleicht Kokosblütenzucker findet ihr auch auf der Webseite, genauso wie den Kokosöl und auch das Vanillepulver und so. Und ja, jetzt habe ich hier so eine schöne Soße. Kokos ist schon fast geschmolzen. So. Etwas Kakao war noch drin. Das gebe ich noch dazu. So. Ist wirklich, oh, lecker. So. Ich hatte das Eis in der Zeit nochmal in den Kühlschrank gestellt. Das hole ich jetzt mal raus. Hier. Die leckere Wurst. So sieht es aus. Und da kippe ich jetzt die Schokosoße drüber und ich hoffe, der Vorführeffekt gelingt. Und zwar wird es nämlich durch die Kälte das Experiment ist geglückt. Der Kakao ist fest geworden. Ihr seht, ich habe jetzt hier so eine richtige Kruste Schokosoße. Und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. So, jetzt ist das Eis fertig. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Wunder dich nicht, dass ich dir jetzt nicht zeige, wie ich da reinbeiße, weil ich finde es irgendwie immer so albern, wenn dann alle immer U und A sagen. Es ist einfach so, dass ich nur Rezepte umsetze und dir zeige, die ich auch wirklich lecker finde und selber esse. Und ich die quasi einfach filme, während ich mir die selber zubereite. Also guten Appetit, lecker Schmecker und bis zum nächsten Video. Alles, alles Liebe dir. Tschüss.